Der Verein Art Bellwald stellt Künstlern ein Atelier für kreative Aufenthalte zur Verfügung. Im Dezember und im Januar ist der deutsche Künstler Frank Lippold im renovierten Kirchstadl im alten Dorfteil von Bellwald zu Gast gewesen. Aufgewachsen in Dresden lebt und arbeitet der Frank Lippold jetzt in Bodo-Bodo. Da ist er schon im Morgen im Sächsi in seinem Atelier. Er arbeitet sehr lang an einem Bild. Also so ein Bild ist so ein richtig umfassender Prozess. Das liegt auch an der Technik. Ich habe mir da, wie gesagt, für meinen Appetit auf Kunst auch eine Technik ausgesucht, die mir auch den nötigen Widerstand bietet, also für meinen Appetit. Man muss sich ja an irgendwas, wie gesagt, seinen Prozess darstellbar machen. Und so ein Bild dauert statistisch, das hat überhaupt nichts zu sagen, die Statistik, aber grob gesagt 2,5 Monate. Das ist einfach so. Da komme ich irgendwie immer nicht runter. Ich habe mich schon mit allen Tricks versucht, da kürzer aus der Affäre zu ziehen und kleiner oder größer. Das hat gar keinen Einfluss. Das dauert einfach 2,5 Monate. Ich komme da nicht drum rum. Und deswegen sehe ich auch sozusagen diese Zeit, dieses bisschen Leben und freue mich da, wenn ich mit jedem Bild so halbwegs durchkomme. So halbwegs. Die Spezialität des 47-Jährigen sind die Holzschnitte der besonderen Art. Zuerst werden Spanplatten mit einem schwarzen Acryllack überzogen. Dann schnitzt Frank Lippold die Motive ohne Vorzeichnung aussen mit kleinen, ca. 3 mm grossen Einschnitten in die Holzplatte. Fehler können bei dieser Technik nicht korrigiert werden. Für diese Technik ist es einfach auch wichtig, wie man sich quasi diesen Bildraum erobert. Und deswegen suche ich mir auch verschiedene dramaturgische Anlässe, so könnte man das vielleicht nennen. Man kann mit denen sozusagen in diesem Bildraum, wie gesagt, dieser Bildraum ist ja so eine Welt, an der ich da eben arbeite, und kann mit diesem Körper, mit diesem Bildkörper, also ich sag mal einfach diesem Gebäude, mir diesen Bildraum erobern. Und es war mir ein sehr angenehmer Anlass, jetzt hier einfach mal so ein bizarres Gebäude aus Holz mir so zu nehmen. Da hatte ich auch noch Glück, dass nun gerade dieser Dezember, wo ich hierher gekommen bin, noch diese Wärme war. Da war ja die ganze Zeit Sonne und irgendwelche Plusgrade. Und da habe ich das draußen vor dem Gebäude mir erarbeitet. Wenn er häufig als Holzschnittkünstler vorgestellt wird, mit dem Begriff Holzschnitzer ist der Frank Lippold nicht ganz glücklich. Die Problematik ist erstmal rein sachlich gesehen, dass Holzschnitt eigentlich dieses bedruckte Papier ist. Also wenn man jetzt Holzschnitt sagt, dann sind das Kirchner Holzschnitte oder Dürer Holzschnitt oder Hohlbein. Sie kennen das alles. Das ist sozusagen eigentlich ein Holzschnitt. Wenn man jetzt unvermittelt am Telefon das jemandem sagt, ist es das Papier. Und ich drucke aber meine Bilder nicht. Ich lasse die einfach so als Holzkörper stehen. Deswegen sind das auch keine oder keine Druckstöcke. Und suche quasi für meine Technologie und auch für die Art, wie man das macht, dafür wirklich noch ein Wort, was so quasi auch ein bisschen in diesem ganzen zeitgenössischen Tohuwabohu ein bisschen passend ist. Sozusagen zur Entspannung macht der Frank Lippold nur ganz andere Bilder. Es ist insofern im Verhältnis zu dieser Art der Arbeit in Entspannung, aber nur, weil es ein anderes Verhältnis ist, wie man sich die Welt eben aneignen kann. So, man hat ja quasi da so einen visuellen Happen, das kann zum Beispiel irgendein komischer Vogel sein, sag ich mal, oder eine Kröte. Das ist ja so als Gebilde so ungeheuer merkwürdig, also ich gucke da mit größtem fremden Blick drauf und das ist einfach eine andere Möglichkeit, sich das anzueignen. Zum Beispiel kann man in der Malerei erstmal Farbe, so, man hat das Geheimnis der Farbe. Das ist mir natürlich inzwischen geläufig. Man kann korrigieren, es ist quasi so beweglich und man hat einen ganz anderen Reiz, der damit verbunden ist. Und ich suche natürlich über diesen Weg auch eine Möglichkeit, mich selber und alles Mögliche zu bereichern. In Bellwald zu arbeiten, das ist für die meisten Künstler etwas Spezielles, erzählt die Madeleine Spinner, Geschäftsführerin vom Verein Art Bellwald. Ich glaube, was die Künstler vor allem geniessen, ist die Ruhe, aber auch irgendwo eine Freiheit in diesen 2 oder 3 oder was auch immer Monaten,
können das machen, was sie zu Hause nicht machen können. Sie haben den Alltag fällt ein bisschen weg. Und, ja, es gibt eine Möglichkeit, auch etwas auszuprobieren, was sie zu Hause nicht könnten. Ja, es ist, und sie geniessen natürlich die Kulissen, sie geniessen die Ruhe, sie geniessen die Leute, die ihnen, ja, die kommen vorbeischauen manchmal. Sie, ich glaube, es ist sehr positiv für sie. Die Ruhe und eine gewisse Abgeschiedenheit hat auch Frank Lippold genossen. Kann natürlich dann immer so eine Isolation, die hier so ein bisschen ist, auch irgendwie mal so genießen. Ich bin natürlich jetzt die ganze Zeit, wie gesagt, ganz alleine gewesen, restlos. Also auch Silvester oder Weihnachten. Und das hat schon auch mal so eine Qualität, die man ja sich normalerweise nicht erlaubt. Dann wurde ja immer irgendwie ein interessantes Leben versuchen zu gestalten. Mit sowas habe ich mich überhaupt nie beschäftigt. Ich habe einfach nur konzentriert meine Arbeit gemacht. Oder? Alles gut.